In diesem Video werde ich untersuchen, ob eine optische Computermaus als Linearsensor verwendet werden kann. Der Linearantrieb mit der Messuhr wurde bereits in vorangegangenen Videos gezeigt. Die Maus ist direkt mit dem Schlitten des Antriebes verbunden. Ein Ausdruck mit sehr feinen Linien als Unterlage sorgt für einen möglichst hohen Kontrast der Kamerabilder. Die Daten werden über die USB-Schnittstelle von einem Raspberry Pi eingelesen. Die Computermaus übermittelt dabei für die X- und Y-Achse die relative Bewegung zwischen zwei Abfragen des Raspberry Pi. Per Software wird der absolute Wert errechnet und angezeigt. Wird der Schlitten über die Holzscheibe gedreht, so ändert sich im Wesentlichen die Y-Koordinate. Idealerweise sollte die X-Koordinate bei 0 bleiben, jedoch ist der optische Sensor bei dieser einfachen Messanordnung nie kerzengerade zur Bewegungsrichtung ausgerichtet. Ferner bewegt sich auch der Schlitten mitunter um wenige Mikrometer seitwärts. Der Schlitten wird von links kommend zum Nullpunkt gedreht. Dann werden die Koordinaten auf 0 zurückgesetzt, und der Schlitten wird um eine Drehung der Messuhr, also um einen Millimeter weiter nach rechts bewegt. Die Ausgabe der Computermaus ist 496 Mausschritte in Y-Richtung, was einer gemessenen Auflösung von etwa 12.600 dpi entspricht. Dieser Wert deckt sich mit der Herstellerangabe von 12.000 dpi. Mit der Computermaus kann also theoretisch eine Abweichung von etwa 2 Mikrometern erfasst werden. Nicht schlecht! Die Holzscheibe kann über einen Elektromotor in Rotation versetzt werden. Der Motor wird dabei über die GPIOs des Raspberry Pi und eine H-Brücke in beide Richtungen geschaltet. Wegen der hohen Auflösung der Computermaus habe ich einen langsam drehenden Getriebemotor verwendet, um den Schlitten möglichst genau ohne Überschwingen positionieren zu können. Über die Bewegungsdaten der Maus wird der Kontrollkreis geschlossen. Per Tastatur kann der Sollwert verändert werden, womit sich der Schlitten in Bewegung setzt. Ein einzelner Schritt entspricht theoretisch einer Bewegung um 2 Mikrometer, wie zu sehen ist die Schrittweite nicht gleichmäßig, der Messwert schwankt zwischen 0 und fast 30 Mikrometern. Eine Fehlerquelle ist die Befestigung der Maus an dem Schlitten, diese ist nicht ideal spielfrei. Per Hand kann ich die Maus auslenken, ohne dass eine Bewegung an der Messuhr zu sehen ist. Nach dem Loslassen beträgt die Abweichung 8 Schritte in Y-Richtung, entsprechend etwa 16 Mikrometern. Wie in den vorherigen Videos wird das Spiel in der Mechanik mit der Eigenbau-Federwaage bei abgeschaltetem Motor bestimmt. Wir erhalten eine Auslenkung von maximal 30 Mikrometern, die Mechanik ist recht straff justiert. Bewegen wir den Schlitten als nächstes nach links zum Nullpunkt, dann um 128 Mausschritte, also etwa 300 Mikrometer nach rechts, und wieder um die gleiche Anzahl Mausschritte zurück nach links. Die Abweichung beträgt fast 20 Mikrometer. Wiederholen wir den Vorgang, fahren dabei den Schlitten aber um 256 Mausschritte, entsprechend fast 600 Mikrometer nach rechts. Und wieder die gleiche Anzahl Mausschritte nach links, so beträgt die Abweichung fast 30 Mikrometer.
Das Ergebnis ist schlechter als nach den ersten Messungen zu erwarten gewesen wäre. Ändern wir den Versuch leicht ab. Erneut wird der Schlitten nach links zum Nullpunkt gefahren, dann mit voller Geschwindigkeit um 100 Mausschritte, also etwa 220 Mikrometer nach rechts und wieder die gleiche Anzahl Mausschritte nach links. Bei der Bewegung nach links wird der Schlitten allerdings wesentlich langsamer bewegt. Ist die Messuhr bei 0 angekommen, so verbleiben noch 39 Mausschritte. Die Firmware zur Bilderfassung hat scheinbar Schwierigkeiten, langsame Bewegungen zu erfassen. Zeitweise zählen die Mausschritte nicht herunter, obwohl sich der Zeiger der Messuhr langsam, aber stetig weiter bewegt. Hat der Raspberry Pi die Mausschritte zu 0 addiert, so beträgt die Abweichung 130 Mikrometer. Der Schlitten ist am Maus-Nullpunkt um diese Länge nach links versetzt. Ändern wir den Versuch erneut ab. Wieder wird der Schlitten nach links zum Nullpunkt gefahren, dann um 200 Mausschritte mit voller Geschwindigkeit nach rechts, und mit kurzen Unterbrechungen und somit wechselnder Geschwindigkeit um die gleiche Anzahl Mausschritte nach links. Die Abweichung beträgt nach dem ersten Durchgang 20 Mikrometer. Dieser Vorgang wird mehrfach wiederholt. Nach 15 Durchläufen hat sich der Fehler auf 140 Mikrometer bei diesem Versuch nach rechts aufaddiert, obwohl sich der Schlitten wie zuvor im Mittel langsamer nach links bewegt hat. Auf dem Rückweg wurde der Schlitten ständig beschleunigt und wieder abgebremst, auch hier scheint die Firmware zur Bilderkennung Schwierigkeiten zu haben, die absolute Bewegung zu ermitteln. Die Steuersoftware des Raspberry Pi habe ich ein wenig umprogrammiert, um den Höchstwert in der Änderung der Mauskoordinaten länger anzeigen zu lassen. Fährt der Schlitten mit Höchstgeschwindigkeit nach rechts, so ist der relative Y-Wert nur etwa ein Mausschritt pro Schleifendurchlauf. Beim Anlaufen auf dem Rückweg wird dieser Wert allerdings für kurze Zeit deutlich überschritten. Es scheint so, als ob die Beschleunigung beim Anfahren von der Maus-Firmware als übermäßig starke Bewegung interpretiert wird. Das deutet darauf hin, dass dieses Verhalten Absicht des Herstellers ist, die Firmware der Maus ist nicht quelloffen und offensichtlich nicht für die Verwendung als Linearsensor optimiert. Die Ansprüche an Computermäuse sind andere als an Bewegungssensoren für CNC-Maschinen, weshalb diese nicht als Sensoren für Linearantriebe in Frage kommen. Die Auflösung der von mir verwendeten Maus kann über einen Knopf verändert werden, diese beträgt nun nur noch 3000 dpi, was sich mit dem Messwert deckt. Auch mit dieser Einstellung wird der Schlitten mit hoher Geschwindigkeit nach rechts und langsam nach links gefahren. Was wiederum dazu führt, dass der Schlitten nach links abdriftet. Beim Versuch mit wechselnder Geschwindigkeit überwiegt auf dem Rückweg erneut der Effekt der Beschleunigung beim Anfahren des Schlittens, was dazu führt, dass der Schlitten unter diesen Bedingungen wieder nach rechts abdriftet. Die Versuche habe ich mit einer zweiten, sehr preisgünstigen Computermaus wiederholen wollen. Deren Verhalten ist allerdings sehr merkwürdig.
Der Sensor beginnt hin und wieder erst nach einer Startstrecke von etwa 1 mm mit der Übertragung von Bewegungsdaten. Dieses Verhalten macht die Computermaus als Bewegungssensor vollkommen nutzlos. Die Messwerte zum Nachlesen und mehr zu Eigenbau-Linearantrieben gibt's auf der Projektseite. Danke fürs Angucken und bis bald!